Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen bzw. dem letzten Part von New Super Luigi U Deluxe. Ihr seht schon, ich habe die Starcoin im zweiten Level des Superstar Boulevards. Die zweite Starcoin habe ich dort nachgeholt und ich habe auch nochmal jedes Level mit einem anderen Charakter als Mopsy gespielt, dass die blau markiert sind, was ja auch zu den 100% zählt, meines Wissens nach, so rum. Und heute spielen wir die letzten drei Level und es geht los mit Lucky, du wechsle dich. Okay, also wieder was mit Lucky, du. Interessant. Achso, das, ja gut, das ist von der Wolkenwelt. Aber wahrscheinlich, Lucky, du wechsle dich. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie zwischen Lakitus wechseln. Oder? Oder was soll ich darunter jetzt verstehen? Ja. Doch. Natürlich. Logo. Ergibt natürlich auch Sinn. Ne? Lucky, du wechsle dich. Da müssen wir halt die Wolken wechseln. So. Okay. So, komm. Lucky du. So. Okay. Na, das ging doch. Das ging doch recht gut jetzt, ne? Okay, war's das? Das war's, ne? Ja. Aber hier muss ich das Level natürlich nochmal mit euch zusammen mit einem anderen Charakter spielen. Weil. Ich kann es euch ja nicht im nächsten Part zeigen, weil es keinen nächsten Part gibt, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber ich denke, das ist okay. Ich hoffe, das geht jetzt nicht lang. Wen nehme ich denn? Ich nehme... Ja komm, nehmen wir einfach Toadette. Warum nicht? Soll ich auch irgendwas Besonderes nehmen aus dem Inventar? Ne, passt schon mal. Passt, denke ich mal. So. Okay. Ja, ich probiere es mal ganz normal mit Toadette. Ich denke, ich kriege ja eh Items. Und von dem her, ne, dürfte das passen. Ja, ich kriege eh die Krone. Jetzt bin ich eine schöne Prinzessin. Oh, schön. Das ist ja richtig schön. So, hier natürlich jetzt den Fassis ausweichen. Ist ja logisch. So, kann ich das trotzdem so easy machen? Ja, kann ich. Ja, okay, schade. Aber gut, die Krone hätte mir jetzt hier eh nicht viel gebracht, ne? Die hätte mir jetzt hier eh nicht viel gebracht. Ah, komm. Ja, das war kein vernünftiger Versuch. Ne? Das war's nicht. Ja, komm. Ich nehme einfach mal den... Die P-Eichel. Passt schon. Oder hilft die mir hier großartig? Egal, ich mach's einfach mal mit P-Eichel. Passt schon. Ich hoffe bloß, oben gibt's keine Fassis. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ob es oben Fassis gibt? Bisher sieht's gut aus. Ja, passt schon. Oder? Oder ne, am Schluss waren ein paar mehr Fassis da. Auch ganz oben? Ne, ganz oben nicht, ne? Ne, das passt. Das kann ich alles so skippen. Puh, alter Vater. Ich hab noch nie so viel geschüttelt in meinem Leben. Holy shit. Okay, huh. Ey, mein Arm ist jetzt gerade eben fast abgefallen, ne? Jetzt ohne Scheiß. Okay, Level beendet. Huh, alter Vater. Also ich weiß, man drückt entweder die R-Taste, ist es, glaube ich, oder man nimmt die Bewegungssteuerung. Ich glaube, wenn man das so oft hintereinander machen muss, dann ist Bewegungssteuerung fast besser, oder? So, wie auch immer. Jetzt geht's weiter mit dem achten Level, und zwar Tic-Tac in der Morgensternfestung.
Oh je. Oh je. Morgensterne. Das sind, ja, das sind diese. Das sind diese Teile. Ja. Ist okay. Kriege ich hier wenigstens eine. Ja, ich kriege eine Krone. Natürlich. Okay. In Ordnung. Ja, das gehe ich mal ein bisschen ruhig an. Ich hoffe, dann komme ich hier einigermaßen gut durch. Das wäre natürlich gut, wenn ich gut durchkomme. Ach, wer hätte es gedacht? Ich weiß. Ist krass, gell? Ah, shit. Shit. Ja, komm. Ah, nee. Ja. Egal. Das war jetzt ein bisschen kacke. So, schnell in die Röhre. Schnell in die Röhre. Oh, da gibt es sogar die dritte Starcoin. So, hier gehe ich jetzt unten lang. Nicht, dass mich noch ein Morgenstern trifft. Nein. Oh Mann, ich. Das wäre jetzt echt schön gewesen, ne, wenn ich es im First Try gemacht hätte. Oh Mann, schade. Oh, das wäre jetzt toll gewesen. Das wäre jetzt echt toll gewesen. Aber okay, dann halt nochmal. So schwer war es ja tatsächlich gar nicht, ne? Oder zumindest nicht so schwer, wie ich es gedacht hätte, dass es sein wird. So, die Pichette-Krone hebe ich mir dieses Mal auf. Also in dem Item-Block. Im Fragezeichen-Block. Mein Gott. Bezeichne ich das ja nicht mal mehr richtig hier. Schlimm, dieser Manu. Schlimm, schlimm. Okay. So. Und jetzt hier runter. Jawohl. Diesmal ohne. Geh, ja. Diesmal ohne Gegentreffer. Na, na, na. Halt deine Fresse. Das war gar nicht ohne Gegentreffer. Aber gut, ich bin jetzt hier wenigstens groß. So's. Ja. Das heißt, hier kann ich jetzt wenigstens ab. Hä, aber wenn ich groß bin, trifft er mich. Beim Ducken ist doch egal, oder nicht? Anscheinend nicht. Ja, hier renne ich jetzt mal so runter. Genau. Auf Nummer sicher gehen. Okay, gut. Level beendet. Nice. Huh, okay. Ich bin ein bisschen nervös tatsächlich. Ja. Passt. Somit haben wir das wirklich allerletzte Level freigeschaltet. Ne? Und kriegen auch den vierten Stern deshalb. Huh, okay. Und ja, das ist das Flughörnchen-Finale. Finale. Oh. Ja, das wird jetzt, glaube ich, tatsächlich sogar noch ein recht entspanntes Level. Oder? Ich glaube, das war recht entspannt. Ja, einfach bloß als Abschluss zum Spiel. Und man sieht hier einige Pixel-Luigis, ne? Wenn ich mich nicht irre. Aber wann irre ich mich denn? Ich irre mich doch nie. Ich bin eh alles wie Sonne. Wissen wir ja alle. Spaß. Alles weiß ich nicht. Auch wenn ihr das gedacht hättet. Aber nein, so ist es tatsächlich nicht. So, okay. Hier noch die zweite Starcoin. Ja, hier kann man einfach schön runtergleiten. Ist doch schön, ne? Finde ich auch recht cool von Nintendo, dass sie da nochmal gesagt haben, okay, du hast jetzt so viel geschafft. Jetzt darfst du noch mal ein bisschen entspannen. Und ja, dann war es das auch schon von dem Level, ne? Genau. Ja, war doch schön schnucklig, ne? Hier, thank you, ne? Ist ja klar, dass sich Nintendo nochmal bei ihren Fans bedankt. Hi, ich bin's die Luigi Pichette. Ja, das war's. Geilo. Ich bin ein Superstar, ne? Kann man dazu bloß sagen. Ich bin ein Superstar. Hä? Ja, vielleicht nenne ich den Part sogar so. Ja, mal gucken. Mal gucken. Okay. Und damit haben wir auch
alle Sternenmünzen im Spiel gefunden und somit auch den fünften Stern verliehen bekommen. Jetzt kann man auch jedes Toadhaus beliebig oft besuchen. So. Ich würde sagen, wir speichern noch. So. Und dann gehen wir ins Hauptmenü, um diesen wunderschönen 100% Bildschirm zu sehen. Und ja, komm. Ich würde sagen, wir gehen sogar noch zum Abschluss nochmal auf die geheimen, nicht auf die geheimen Inseln, sondern auf die geheime Insel, um die geheimen Credits anzuschauen. Genau, machen wir das doch einfach. So, geheime Insel. Ich denke, das ist dann ein schöner, schnuckliger Abschluss. Kann man, denke ich, machen. So, jawohl. Und ja, mein Fazit zum Spiel habe ich eigentlich schon abgegeben. Ne? Und ja, zum Superstar Boulevard kann ich auf jeden Fall nochmal sagen, ja, sind nochmal ein paar geile Level, ne? Zu jeder Welt nochmal ein Bonus-Level praktisch. Finde ich cool. Und ja, dieses Let's Play hat mir doch sehr viel Spaß gemacht. Es gab weniger Frust, als ich mir anfangs erwartet hätte, ne? Und ja, das Projekt verlief eigentlich recht reibungslos, ne? Bis auf den ein oder anderen Part. Im Endeffekt kann ich eigentlich bloß sagen, ich bin sehr zufrieden. Es freut mich auch, dass ihr das gerne angeschaut habt. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Das heißt natürlich, ich verabschiede mich an der Stelle. Wenn euch dieser letzte Part von New Super Luigi U Deluxe gefallen hat, würde ich mich ein letztes Mal über ein Like, Abo oder auch einen Kommentar freuen. Und dann lasse ich noch die Credits ablaufen, wie den Joghurt im Kühlschrank. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.